Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Daher möchte ich mich heute mit dieser Videobotschaft in deutscher und spanischer Sprache an Sie wenden. Es ist eine persönliche Nachricht, nachdem Sie in den vergangenen Wochen viele unzählige Mails von uns erhalten haben. Wer hätte das gedacht, vor einigen Wochen, vor einigen Monaten, dass wir heute in einer Zeit leben, in der wir Angst haben müssen. Angst um unsere Gesundheit, Angst um unseren Arbeitsplatz und nicht zuletzt Angst um unsere Zukunft. Wir als Colegio Beata Imelda haben die Möglichkeit, zusammen in dieser Situation Neues zu bewirken. Für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, besteht beispielsweise die Möglichkeit, das individuelle Lernen auszubauen und damit eure Selbstständigkeit zu erhöhen. Auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Digitalisierung, sehe ich großes Potenzial an positiver Veränderung, trotz der Ängste, die uns im Alltag begleiten. Die Situation rund um die Krise zwingt uns zum Umdenken und zur Veränderung unserer bisherigen Gewohnheiten. Wir sind alle auf der Suche nach guten Lösungen. Und das Wir wird entscheidend sein, da keiner eine solche Krise alleine übersteht. Wir sind die Lehrerinnen und Lehrer. Sie haben alle unseren Respekt verdient. Sie haben in den vergangenen Tagen und Wochen in Hochgeschwindigkeit unser schulisches Konzept überarbeitet und sich fortgebildet, damit das Lernen Ihrer Kinder eine tragfähige Basis hat. Für die Mehrarbeit, Flexibilität und Ihr Engagement bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Wir sind auch die Eltern. Sie leisten in diesen Tagen ebenfalls einen sehr großen Beitrag zum Lernerfolg ihrer Kinder. Damit verbunden sehe ich die Herausforderung und die Belastung in den Familien in den Zeiten des virtuellen Unterrichts. Weil uns die Zukunft ihrer Kinder nicht egal ist und wir das Lernen ihrer Kinder weiter gewährleisten wollen, sind wir darauf angewiesen, dass sie weiterhin das Schulgeld bezahlen. Seien Sie sich sicher, dass wir auch nach einem Jahr in virtuellen Klassen Ihre Kinder zu einem der angestrebten Abschlüsse in der deutschen Auslandsschule Beata Imelda führen werden. Vorausgesetzt Ihr Vertrauen in die Schule Ihrer Kinder und die Weiterzahlung des Schulgeldes. Jede Krise hat Gewinner und Verlierer. Wenn wir das Wir nicht aus dem Auge verlieren, haben wir das Potenzial, zu den Gewinnern zu gehören. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.